Da kräht der Hahn. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15. Heute auf der Karte Belgic Profonde. Den Link zur Karte wie immer unter dem Video. So, wir müssen abtanken. Ihr seht den Nürnland, der schreit. Tank mich ab. Und das machen wir natürlich. So, ich glaube, im letzten Fall hatte ich ein paar Lags im Spiel. Oder vielmehr mit der Frames ein bisschen eingebrochen. Ich hoffe, das gibt sich wieder. So, mal gucken, woran das liegt. Ob ich da vielleicht den neuen Traktor irgendwie oder den wir gemietet haben. Habe ich da irgendwie im Verdacht? Das wäre natürlich doof. Ups, Zebrastreifen. So, dann tanken wir den mal ab. Auf die Schnelle. Ja, und ich bin auch fleißig am Schauen wegen einer Seemaschine. Hab da auch schon was im Auge. Ich habe letztes Mal schon gesagt, zwar ist das eine Lemken. Da bin ich gerade nebenbei am Runterladen. Also die werden wir uns dann demnächst mal zulegen. Müssen wir mal gucken wegen der Größe. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Und ich glaube, der Tank ist da irgendwie extra. Auf jeden Fall kann man das Ding auch aufmachen. Also müsste man das Ding dann auch mit dem Seedmaster befüllen können. Wobei ich beim Seedmaster ja ein bisschen doof ist mit unserem Lager, ne? Ich weiß, ihr sagt aber schon wieder, hey Tom, dann nimm doch einfach mal die neue Version der Belgic Profonde, aber das mit der Gänsemast und so, das ist nicht so ganz meins und diese riesen Hallen und weiß nicht. Ja, hier war auch noch ein kleiner Stau. Das läuft aktuell auch nicht. Wir werden jetzt mal ein paar Rüben verladen. So. BGA läuft ja auch 20 Uhr wieder an, ne? Da wird noch genug drin sein, aber müssen ja die Rüben immer hier so langsam wegbekommen. Könnten das Ganze auch mit dem... Ich glaube, beim letzten Haufen machen wir das mal. Dann holen wir mal das Förderband her. Und machen es mal mit dem Förderband. Den Rest. Okay. Der nächste. Ja, ich weiß, der Mietvertrag läuft aus. Ich könnte natürlich jetzt auch den Holmer einfach... Nur kippt er nicht aus. Ja, das Ding ist ein bisschen knapp hier, ne? Den Holmer jetzt einfach zurückgeben und dann nachher neu mieten. Aber da ihr euch immer beschwert... Das heißt immer, stimmt gar nicht. Manche, die sich beschweren, dann nehmen wir jetzt halt die etwas teurere Mietzeit einfach mal in Kauf. Dann ist das halt so... Also wenn wir jetzt die ganze Logistik haben mit neuen Mietvertrag unterschreiben, alten zurück und Besichtigung und bla, das ist, glaube ich, dann den Mehrpreis dann wert. Ist halt eine von der Planung etwas schief gelaufen, weil ich dachte, das Feld wäre jetzt schon soweit, aber naja, ist es halt nicht. Was mache ich hier mit meiner Schaufel falsch? So. Jetzt fahren wir mal vorwärts. Okay. Den ersten Haufen auch leer. Was wir auch gleich noch machen müssen, ist das Feld spritzen. Also eins von den Feldern, ich meine das kleinere, ist zwar eingesät, aber nicht gedüngt.
man so einen Anhänger auch schnell voll hat, ne? Hallo? Spätestens jetzt wäre ich, glaube ich, etwas verletzt. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, wo er gerade hängen geblieben ist. Was da ein Stein oder so? Keine Ahnung. So, mehr passt nicht rauf. Natürlich hier drin lassen. Dann fahre ich den mal zur Seite. Okay. So. Und die bringen wir jetzt mal. Ach, ich liebe dieses Teil. Rüber zum BGA. Ah, schön vorsichtig, die Hecke. Habt ihr schon so viel mitgemacht jetzt hier? Oder verkaufen. Wieder ein bisschen Geld zu bekommen, wäre auch nicht verkehrt. Wo sind wir denn? Zuckerrüben. 890. Ich meine, andererseits können wir es echt gut behalten. Ne? Jetzt eigentlich sollten wir es nicht verkaufen, für die BGA. Das kriegen wir alles dicke wieder raus, wenn wir die nachher nochmal hochschrauben, die BGA. Dann sind wir froh um jedes Kilo Zuckerrüben, was wir noch extra haben. Sound von diesem Ding ist auch so geil. Diese ganzen Anzeigen. Cool. So, New Holland muss wieder abgetankt werden. Soll ich mal machen. Oder machen wir jetzt gleich, ne? Weil. Ist jetzt auch blöd, wenn er mit dem Feld hier nicht weiterkommt. Sorry fürs Switchen. Ich hasse das. So. Ja, Schwaden ist natürlich dann auch angesagt, wenn einiges an Beinen zusammenkommen. Ich muss sehen, ich wollte eventuell mal einen neuen Beinwagen ausprobieren. Den hatten wir früher schon mal. Aber da gab es jetzt nochmal eine Neuauflage. Guck mal, wie das hier ruckelt, verdammt. Bin ich nicht schwach hier? Blöderweise kann ich jetzt nicht nach, kann ich jetzt nicht auslesen. Fehler. Das konnte ich noch nie irgendwie. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Der war doch gerade noch. Wurst. Ich fahre gerade falsch, das nur mal so am Rande. Muss ich jetzt hier drehen? Oder ach komm, weißt du was, wir haben so viel noch in der BGA drin. Dann kommt das jetzt hier hin. Bringen wir es ins Lager. Oh, ein Schild. Mit dem Bremsen ist das dann echt ein bisschen schwieriger dann bei der Größe. Also ich habe fast diesen Traktor hier in Verdacht. Was natürlich schade wäre, dass sich meine Frames einbrechen.
So. Ich weiß auch gar nicht, ob unser Lager hier ein Limit hat, aber ich glaube nicht. Ich war ja noch letztens am Überlegen, ob das so realistisch ist eigentlich mit dem... schon wieder abkippt. Mit dem Vorwärts-Rückwärts, also so zack, zack, also vorwärts und dann sofort wieder rückwärts. Aber es geht ja wirklich. Ich habe das jetzt mal... wenn dann alles raus, ne? Ich habe es nämlich heute mal getestet. Ich habe ein Automatikauto. Und das geht auch. Also wenn ich jetzt Rückwärtsgang reinmache und dann den Hebel sofort umlege auf vorwärts, zack. Kein Problem, geht sofort. Also jetzt ohne, dass du irgendwie warten musst oder so. Und ich dachte erst, hey, da machst du denn was kaputt mit. Aber nee, geht. Und warum sagst du mal Traktoren? Geht das dann sicherlich erst recht, sowas, ne? So, das im Lager. Und ich gebe den jetzt hier mal zurück, den Case. Ist natürlich doof, dass ich jetzt gerade hier den Anhänger mitnehme, aber nicht so schlimm, weil dann können wir den nochmal aufladen, also vollladen. Und den können wir nachher auch mit dem Fendt abholen, ne? Stellen wir den gleich hier vorne hin. Am besten hier am Rand, wo er nicht stört. Ich würde sagen, hier vor den, hinter dem zweiten, oder hier in der Mitte von den beiden Haufen wäre auch nicht schlecht, ne? Versuchen wir das mal, den hier rein so zu zirkeln, ob das funktioniert. Aber so von der Optik her ist das schon ein nettes Vieh, ne? Also, Lass ich nochmal ausprobieren, ob der wirklich was daran, du kannst ja hier auch die Motorhaube und so ein Kram alles aufmachen und naja, ihr kennt den bestimmt schon. So, ich würde sagen, wir können den hier einfach mal stehen lassen. Okay, ich blende nochmal die HUD ein und wir gucken mal. Warte mal, das war IC mit Numpad-Eingabe, ne? Linke Frontkraftheber öffnen, schließen. Achso, okay. Und zwar den Motor anschauen. Läuft irgendwas? Ne, ich sehe nichts, aber. Trotzdem nett gemacht. Mal wieder schließen das Ganze. So. Naja, schöner Mod. Oder schön, ja, sagt man ja. Und nicht über die frisch eingesäten Sachen fahren. So, du gehst zurück. Er ist nicht schlecht, ne? Aber ich, so ganz, ja, ich weiß nicht, so ganz warm werde ich nicht mit dem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Obwohl er echt schön ist, aber naja. Okay. Schon wieder so ein bisschen was aufgeräumt. Der läuft, das ist gut. Der ist da. Der sollte gleich zum Düngen. Ich würde aber fast sagen, wir wegen Ballenpressen könnten wir auch den Fan nehmen. Andererseits war ich natürlich auch überlegen, ob wir das Cosplay machen lassen. Aber da es von euch auch Wünsche gab, dass wir das mal machen. Mit dem Fendt. Machen wir es mal, weil
Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir den verkaufen wegen dem Cosplay-Problem. Ne? So. Weg hier. Unsere Beinpresse steht anscheinend unten. Wobei die auch bald verkauft wird, denn... Da ist sie. Da hätte ich dann wirklich gern mal die andere Presse. Können wir uns das nicht vielleicht doch leisten, dass wir vielleicht ein Darlehen aufnehmen? War die nicht sogar im Angebot aktuell? Hm. Genau, für 122.000. Ich überlege gerade. So. Also, wir haben schon 200.000 offen. Ja, nee, da müssen wir da zusehen, dass wir dann das Geld zusammenbekommen. Vielleicht kriege ich das nicht. Wir können natürlich diverse Sachen dann nochmal verkaufen. Klar, unter anderem dann auch die Presse, ne? Aber... Ja, die BGR soll ja auch hochgeschraubt werden. Dass wir dann da nochmal ein bisschen mehr Kohle reinbekommen. Ja, schon erstaunlich, ne? Dass man hier mal wieder am Wirtschaften ist und doch ist die Kohle knapp. So, das dann für den nächsten Part schon mal hingestellt. Und mal schnell nochmal abtanken fahren. Und weißt du was? Ich glaube fast, dass die Lecks hier, ich hoffe nicht an ihm hier liegen, an unseren schönen John Deere. Weil immer wenn ich hier drin sitze, kriege ich die Lecks. Oder auch eine Möglichkeit, Autocombine-Spendrum. Dass der mir den Speicher voll knallt, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Gut, bis hierhin, YouTube. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder auf der Belgic Pro Fronte um 15 Uhr. Kommt heute noch was? Ne, heute sind wir durch. Ja, morgen geht's dann noch weiter mit der Gamsting. Ciao, YouTube.